Der dunkle Turm. Das absolute Zentrum des unfassbar umfangreichen Stephen King-Universums und jeder Stephen King-Fan, der was auf sich hält, sollte diese Reihe unbedingt mal gelesen haben. Das zumindest ist die einhellige Meinung unter den Kingsianern. Ich persönlich habe vor 2 Jahren mal den ersten Teil gelesen und ich fand ihn nicht so gut. Jetzt habe ich den zweiten Teil gelesen und was ich davon halte, seht ihr in diesem Video. Viel Spaß! Ja Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe den ersten Teil vom Dunklen Turm tatsächlich vor ziemlich genau 2 Jahren gelesen und ich habe ihn dann über die Zeit irgendwie immer mehr in die Ecke abgestempelt von ich fand den richtig scheiße und ich weiß nicht mal, wie es da wirklich dazu gekommen ist, weil jetzt, nachdem ich den zweiten Teil gelesen habe, weiß ich wieder, was ich wirklich über den ersten Teil gedacht habe. Und das war keineswegs, ich fand den richtig scheiße, sondern es war eine gewisse Frustration, weil ich diesen Teil zwar, dieses Buch zwar richtig gut fand, ich fand das super, diese Mystik dahinter, dieses Mystery, dieser Fantasy-Faktor. Das ist eine andere Welt, eine Fantasy-Welt, aber es hat mich auch sehr frustriert, dass man im Grunde nichts erfährt. Und das fand ich auf der anderen Seite eigentlich auch so gut, weil das ja die Mystik so vorgeführt hat. Aber ich fand es frustrierend vor allem deswegen, weil ich damals noch so sehr gedacht habe, ich würde einfach bestimmte Dinge nicht verstehen, die Stephen King mir damit sagen will. Ich wäre einfach zu doof für dieses Buch. Das waren so meine Gedanken und deswegen fand ich es frustrierend. Ich hatte aber trotzdem das Gefühl, dass ich das weiterlesen will, einfach weil mir schon irgendwie klar war, dass das Absicht ist, dass wir nichts wissen. Wir wissen ja im Grunde nur, da ist dieser Revolvermann, der will irgendwie diesen dunklen Turm finden und dafür rennt er jetzt diesem Mann in Schwarz hinterher. Das war alles. Und mehr haben wir in diesem Buch auch eigentlich nicht erfahren. Nicht besonders viel mehr zumindest. Und da war eben schon auch diese Mystik, die ich dann, glaube ich, immer mehr verdrängt habe. Weil ich hatte dann danach eben noch so viele andere Bücher im Kopf, die ich auch noch lesen wollte. Und über die Zeit habe ich dann vergessen, dass ich den auch eigentlich gut fand und habe mehr mir die negativen Gefühle gemerkt. Und das war dann eben so ein bisschen das Todesurteil dafür. Deswegen bin ich umso glücklicher, dass dann eben sehr viele Leute mit der Zeit mir eingetrichtert haben, dass diese Reihe so monumental gut wird. Und es haben auch viele Leute gesagt, dass sie auch den ersten Teil nicht so gut fanden. Aber ab dem zweiten Teil würde es definitiv besser. Und Mann, bin ich froh darum, dass ich es versucht habe. Denn dieses Buch ist so, so gut, das hat mich so aus den Socken gehauen. Was ich zum Beispiel so gut an dem Buch fand, war einfach dieses Fantasy-Genre. Horror wird ja auch immer ein bisschen dazu gesagt beim Dunklen Turm. Vor allem ein Element war dann tatsächlich doch nah am Horror dran, finde ich. Aber da gehe ich später noch drauf ein. Ich würde diesen Teil wirklich als einen sehr frischen King bezeichnen, obwohl er so alt ist, obwohl er schon aus den 80ern, glaube ich, ist und obwohl ich den ersten Teil absolut nicht als frisch bezeichnet hätte. Aber lasst mich kurz erklären, was ich mit frisch in diesem Fall meine. Stephen King habe ich schon ein bisschen in meinem Kopf abgestempelt als der schreibt so scheiße ausführlich, so unglaublich langsam teilweise. Das ist so das Markenzeichen von Stephen King und häufig ist das einfach unglaublich genial, wie viel man über die Charaktere, die Hintergrundgeschichten und so erfährt. Aber dennoch habe ich bei mir so abgespeichert, wenn ich ein Buch von ihm lese, dann weiß ich schon vorher, ja, es wird auch definitiv langweilige Passagen geben, die ich dann nicht so gerne lese, auch wenn das Buch an sich richtig gut ist. Aber das hatte ich bei diesem Buch hier zum ersten Mal seit S, welches das erste Buch war, was ich von ihm gelesen habe, gar nicht. Also hier war keine einzige langweilige Passage für mich zumindest. Es war immer spannend und wenn es nicht actiongeladen war, dann war es so super gehypt von diesem Thema einfach, von dieser Mystik, von dieser Fantasy im Grunde. Auch hier ist es wieder so, dass wir eigentlich im Grunde nur sehr wenig über den dunklen Turm erfahren haben. Eigentlich haben wir gar nichts erfahren und es ging auch nicht wirklich weiter auf der Reise. Aber dennoch ist so, so viel passiert. Und da muss ich jetzt kurz was erzählen. Ich hole ein bisschen aus. Ich habe nämlich vor etwas längerer Zeit mich ein bisschen für Dramaturgie von Filmen interessiert und mich da ein bisschen mit beschäftigt. Und da gibt es das sogenannte Drei-Akte-Modell bei Drehbüchern von Filmen. Vielleicht sagt das dem einen oder der anderen was von euch. Und zwar geht es dabei darum, dass im Grunde jeder Film in 3 Akte aufgeteilt ist. Im ersten Teil geht es dabei darum, dass der sogenannte Werkzeugkasten des Films vorgestellt wird. Also die Hauptcharaktere, die Welt wird vorgestellt, die Ausgangssituation wird einfach erklärt, gezeigt. Der Zuschauer soll wissen, wer ist da wichtig. Und am Ende vom ersten Akt wird dann das große Problem vorgestellt. Und ich hatte bei diesem Buch das Gefühl,
Dieses Buch ist nur der erste Akt. Es gibt in diesem Buch keinen zweiten Akt und keinen dritten Akt. Natürlich kann man Bücher nicht mit Filmen vergleichen, also überhaupt nicht die Dramaturgie, weil die ist einfach so unterschiedlich. Das ist mir klar, ich bin immer derjenige, der das sagt, dass man es nicht vergleichen kann. Aber hier ist es mir einfach so stark aufgefallen. Im Grunde geht es hier nur darum, den Werkzeugkasten von dieser Heptalogie vorzustellen. Ich weiß noch nicht so richtig, wo man den ersten Teil einordnen kann. Vielleicht ist der so eine Art Prolog, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das hier sozusagen irgendwie der erste Akt, wenn man das denn mal mit diesem Drei-Akte-Modell des Films vergleichen wollen würde. Roland, die Hauptfigur von diesem Buch, ist im Grunde ja noch der uninteressanteste von den Charakteren, die hier vorkommen. Ja, er ist halt so ein Revolvermann und er ist irgendwie ziemlich hart drauf, er ist ziemlich krass, aber sonst auch nicht viel mehr. Man erfährt so ein paar kleine Details über ihn, wo man denkt, das könnte auf eine Charakterentwicklung hinauslaufen, aber mehr weiß ich zumindest noch nicht über ihn. Ganz im Gegensatz zu den anderen Charakteren, die da jetzt eben etabliert wurden. Da ist einer zum Beispiel aufgrund seiner sehr tragischen Vergangenheit einfach super, super sympathisch und nahbar und man kennt ihn einfach schon wirklich. Roland kennt man noch nicht wirklich. Ich habe so ein bisschen auch das Gefühl, dass das Absicht ist. Aber es ist mir auf jeden Fall einfach aufgefallen. Noch ein anderer Charakter, unglaublich krass, und da bin ich jetzt bei dem Horrorelement, das ich vorhin schon angesprochen habe. Alle, die das Buch gelesen haben, werden jetzt wahrscheinlich wissen, wen und was ich meine. Aber King hat hier wirklich ein super krasses Phänomen aus unserer Welt aufgegriffen. Und ich glaube, nicht mal wirklich überspitzt, vielleicht ein bisschen überspitzt. Und daraus einen richtig krassen Horrorcharakter irgendwie erschaffen, wo ich mir wirklich gedacht habe, hui, wenn es sowas in Wirklichkeit gibt, dann ist das schon irgendwie gruselig. Das ist im Grunde ein psychologisches Phänomen. Psychologie finde ich immer sehr spannend. Auch Adler zum Beispiel wurde da zitiert, also Alfred Adler. Und das fand ich einfach super, super spannend und sehr genial umgesetzt, weil ich wirklich mir nicht mal sicher bin, ob das überhaupt überspitzt wurde, dieses Phänomen. Ja, fand ich wirklich genial. Ja, abschließend kann ich sagen, ich bin überzeugt. Ich werde diese Reihe definitiv weiterlesen. Ich will so gern wissen, wie es mit diesen Charakteren weitergeht. Ich bin gespannt, wie zum Beispiel Roland sich einfach noch entwickelt. Wie ich ja schon gesagt habe, da ist so eine kleine Charakterentwicklung so ein bisschen angedeutet schon. Ist ja auch noch viel Zeit dafür. Es sind ja noch 5 weitere Bände und auch die anderen Charaktere. Da bin ich echt gespannt, wie es da weitergeht. Und natürlich will ich einfach wissen, was hat es mit diesem dunklen Turm auf sich? Der hat sein Lebenswerk jetzt darauf verschrieben, diesen dunklen Turm zu finden. Was kann das für ein Turm sein? Was hat es mit dem auf sich? Was für mich ein bisschen ein Dämpfer dem Ganzen setzt, ist, dass ich Angst habe, dass hier zu sehr die Erwartungen aufgebaut werden. Ich meine, man erfährt ja gar nichts. Da wird so eine krasse Spannung erzeugt über diesen dunklen Turm. Und meine Angst ist, dass am Ende diese eine Auflösung, die kommen wird, ein bisschen enttäuschend sein wird. Aber das habe ich auch noch nie von jemandem gehört. Also ich glaube, ich habe noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, er wäre vom Ende vom dunklen Turm dann irgendwie enttäuscht gewesen. Ich bin auf jeden Fall mega, mega gehypt. Und ich weiß nicht, ob ich diesen Hype vielleicht ein bisschen runterschrauben sollte. Ich werde auf jeden Fall weiterlesen. Und ich hoffe, dass es keine 2 Jahre dauern wird, bis ich den dritten Teil endlich lesen werde. Ich habe leider noch ein paar andere Bücher auf meinem Lesestapel, die ich jetzt endlich mal lesen muss. Und ich werde den dritten Teil definitiv weiterlesen. Jetzt würde ich sagen, war es das von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schreibt mir doch gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Gebt mir einen Daumen nach oben oder klickt 2-mal auf den Daumen nach unten. Das passt auch. Und abonnieren ist auch immer nicht schlecht. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.